Hallo. Hi und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wir sind Anja und Ilan und dies ist das erste Video im Jahr 2020. Wir hoffen also, ihr seid gut reingerutscht, so wie wir. Wir haben uns etwas Zeit genommen für uns, eine Auszeit mit etwas Abstand zum Thema Tiny House, aber auch Abstand zum Thema YouTube-Kanal und es hat uns sehr gut getan, ne? Definitiv. Und was wir da an neuen Erkenntnissen mitgenommen haben, wie wir das durchlebt haben und wie es vor allem in diesem Jahr weitergehen soll, das seht ihr jetzt. Für einen ganz kleinen Rückblick oder für alle, die jetzt neu auf dem Kanal sind, verlinken wir gerne nochmal unser letztes Video, welches mit unserem Freund Michi entstanden ist, der uns bei der Reise zum Tiny House begleitet hat. Also da nochmal ein ganz schneller Überblick, wer wir sind, was wir machen und was bisher passiert ist. Jetzt aber möchten wir noch zurückschauen, wie wir unsere freie Zeit die letzten 2 Wochen verbracht haben. Es war ja Weihnachten und Neujahr. Wir haben die Zeit mit der Familie verbracht, haben Abstand von Social Media genommen. Um uns auch nur so ein bisschen zu besinnen und zu wissen oder zu verstehen, was wir wollen und wie es jetzt mit diesem Projekt vorangehen soll. Und welche Ziele wir uns auch stecken für dieses Jahr? Ja, wir waren ja so in dem Funktionsmodus gefangen. Es ist ja so, wenn wirklich so hochfrequent jede Woche auch was Neues passiert, neue Videos aufgenommen werden, dann kommt man in so eine Routine rein und hat gar nicht mehr die Möglichkeit oder nimmt sich gar nicht so sehr die Zeit, das Ganze auch Revue passieren zu lassen und sich zwischendrin nochmal die Frage zu stellen, gefällt uns das? Ist es gut so, wie es ist? Oder passt das Tempo nicht? Wie auch immer. Wir haben zum einen gemerkt, dass wir uns im letzten Jahr doch ziemlichen Stress gemacht haben, jede Woche ein Video zu liefern. Ich denke, das ist ein ganz normaler Zustand für einen YouTuber, der jede Woche etwas versucht zu posten. Und der nicht den inhaltlichen Jahresplan schon geschrieben hat. Da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Wir haben das Ganze natürlich sehr eng verknüpft mit diesem Tiny House Projekt. Das ist ja, das geht Hand in Hand und wenn es eben keine Fortschritte im Tiny House Projekt zu verbuchen gibt, dann können wir auch nichts berichten. Das Schöne daran war allerdings, dass wir so ja auch genau das machen konnten, was uns wichtig war. Wir wollten euch etwas mit an die Hand geben, also dass jedes Video eine Art Mehrwert hat. Und das ist halt nicht jede Woche zu stemmen oder nicht jede Woche zu leisten, denke ich. Was wir auch gemerkt haben, dass wir uns eigentlich zu sehr nur auf das Haus fixiert haben und die Themen, die direkt mit dem Haus was zu tun haben und gar nicht mehr geschaut haben, was passiert denn links und rechts und was passiert vor allem auf dieser Reise mit uns. Wie verändern wir uns, wie verändert sich unsere Sichtweise auf gewisse Dinge und Themen in Vorbereitung auch auf das Leben im Tiny House? Ja, wir hatten mal eine kurze Phase, wo wir auch intensivst ausgemistet haben, wo wir schon mal viel unseres Hausrats reduziert haben. Aber auch das war ja eher im Äußeren. Und es sind viele Dinge auch im Inneren passiert, die wir auch dann in Zukunft mehr mit einfließen lassen wollen, um das ganze Thema einfach ganzheitlicher zu betrachten, weil es geht nie immer um das Objekt Tiny House. Zudem haben wir ja auch noch verschiedene Tiny House Bewohner, die sich auf unseren Aufruf hin auch schon gemeldet haben. Wir hatten auf jeden Fall eine tolle Resonanz zu unserem Video im letzten Jahr, als wir diesen Aufruf gestartet haben, euch zu besuchen. Und wir möchten einfach das auch noch mal ein bisschen mehr beleuchten. Die Beweggründe für einen solchen Lifestyle, warum man reduziert im Leben, wo kommt die Motivation her, wie sind die Erfahrungswerte. Das Interessante daran ist, dass jeder ein unterschiedliches Leben führt und trotzdem zu diesem Schluss kommt, vielleicht sich doch etwas mehr auf sich zu besinnen und seine Besitztümer zu reduzieren, vielleicht mehr Zeit zu haben für andere Dinge, die einen interessieren. Ich finde auch, dass das Ganze bei mir zumindest immer mit Interesse zu tun hat. Dieser ganze Kanal ist aber so technisch gewesen, dass ich erstaunt war darüber, wie sehr ich dann doch bereit war, so ins Detail zu gehen. Ilan sagt immer, nein, ich bin der Künstler und ich bin da so verstreut und ich muss das so und so machen. Und ja, letzten Endes so. Hat er die technischsten Videos auch so detailliert mitgemacht. Nicht, dass ihr jetzt glaubt, ich bin die Einzige, die da Listen schreibt und das da technisch zusammenfasst. Du bist unser Filter. Du bist unser Filter. Also Anja kanalisiert quasi unser Gedankengut. Wir möchten das Ganze etwas unabhängiger gestalten von der Entwicklung des Tiny House Projektes. Dass die Inhalte nicht davon abhängig sind vom Fortschritt des Tiny House Baus.
Das wollen wir so ein bisschen ganzheitlicher auch betrachten. Ne? Wir wollen gerade dieser Veränderung, der persönlichen Veränderung oder auch Reise zum Tiny House wieder mehr Aufmerksamkeit schenken. Wir merken, das tut uns persönlich auch gut, sich wieder noch mal mehr mit sich selbst auseinanderzusetzen und nicht eben nur anhand der visuellen Fortschritte, die man am Tiny House sieht oder eben dann nicht sieht, den Erfolg zu bemessen, sondern dass man die innere Reise als mindestens genauso wichtig betrachtet. Und ich glaube, das definiert auch dieses ganzheitliche Denken oder unseren Wunsch, das einfach nochmal größer zu beleuchten, am besten. Anders, ne? Zu beleuchten. Ja. Aber das heißt nicht, dass der Tiny House-Bau nicht vorangehen soll. Und ganz im Gegenteil, das ist eigentlich das Hauptziel für mich persönlich, ja. 2020. Ich möchte mit diesem Haus fertig werden. Ja? Wir ziehen das jetzt hier schon ins dritte Jahr bald. Ja, also klar, es war eine lange Planungsphase und natürlich, wir sind erstmal hierher gezogen, sind angekommen, haben den Tiny House-Bauer gefunden und haben von dort an eben auch wirklich versucht, alles selbst zu planen. Wir haben uns aber auch natürlich für uns was vorgenommen, was jeder für sich in diesem Jahr verändern möchte oder neu anstreben möchte. Wir sind da ja sehr unterschiedlich und haben auch entsprechend andere Vorstellungen. Willst du anfangen? Nee, fang du an. Okay, also, ich bin ja tatsächlich mehr der Listentyp. Ich brauche Routine, das ist bei mir ganz wichtig. Ich brauche meine Morgenroutine, um in den Tag gut starten zu können. Das ist nicht nur für mich gut, sondern auch für mein Umfeld. Und dazu gehört natürlich einmal die Bewegung. Ob das dann morgens irgendwie mein Yoga ist, ob das dann nur 5 Minuten oder eine Stunde lang geht, abhängig von der Arbeit und wie meine Zeiten dann sind, ist eigentlich nebensächlich, aber dass man es jeden Tag macht. Ich mir mehr Zeit wieder nehme, mehr und gesünder noch zu kochen, nicht zu viel auswärts zu essen, auch wenn das schneller geht, aber ja, einfach wieder mehr selbst zu machen. Und ich möchte eigentlich auch wieder mehr lesen, um sich weiterzubilden, den Horizont zu erweitern, neue Inspirationen zu bekommen. Was ich nicht will, ist mir fixe Zeitfenster setzen. Das will ich nicht mehr, weil es gibt immer Faktoren, die ich selbst nicht beeinflussen kann. Es gibt immer äußere Faktoren, die alles wieder verändern. Siehe unser Tiny House. Man kann nicht immer alles selbst steuern. Und die Enttäuschung möchte ich gerne vermeiden und demnach einfach nur gucken, was kann ich in meinem Umfang tun, damit es mir so gut wie möglich geht. Ob gesundheitlich, körperlich, geistig, wie auch immer. So. Wow. Das ist einiges. Also bei mir ist es eigentlich immer das gleiche Vorhaben, Jahr für Jahr. Nur dieses Mal möchte ich daraus wirklich eine Routine schaffen. Ich möchte meine musikalischen Projekte zum Abschluss bringen. Das wäre eine Sache, die ich mir vornehme für dieses Jahr. Und nicht nur vornehme, sondern wirklich angehe. Wir hatten jetzt schon einige Kommentare hier. Wo können wir denn die Musik erwerben, beziehungsweise einfach mal hören? Und ich kann euch sagen, leider noch nirgendwo. Ich will einfach ins Machen kommen. Ich möchte nicht so viel darüber sprechen. Ich möchte eben keine Listen schreiben. Bei mir ist es so, ich möchte es einfach machen. Ich habe einfach gemerkt, dass dieser ganze theoretische Teil mich nicht wirklich erfüllt. Dass wenn ich einen Gedanken habe, dass ich diesen auch gleich angehe. Dass ich nicht so viel darüber nachdenke und ihn wieder aufschreibe und philosophiere, sondern es gleich anpacke. Und mir ist natürlich sehr wichtig, dass dieses Tiny House Projekt vorankommt. Das wäre das Ziel, dass man in diesem Jahr dieses Haus fertigstellt, dass man es auch bewohnen kann. Es muss weiter vorangehen und es wird sich noch, klar, immer wieder länger ziehen, als wir denken. Aber das, was wir beeinflussen können, und ich glaube, das ist so das Wichtigste, das tun wir und alles andere wird sich entwickeln. Uns würde natürlich interessieren, welcher Typ Mensch ihr seid. braucht ihr die Struktur oder lebt ihr auch so ein bisschen, wie der Tag sich gerade ergibt? Ich erkenne bei mir, wie gesagt, keine wirkliche Routine. Außer wenn ich arbeiten gehe, dann muss ich halt aufstehen und zur Arbeit und komme dann irgendwann nach Hause. Ja, das würde uns interessieren. Und was habt ihr euch so vorgenommen für das Jahr 2020? Welche Projekte wollt ihr verwirklichen? Oder habt ihr euch überhaupt was vorgenommen? Ja. Lasst ihr es einfach fließen? Lasst uns gerne einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, aktiviert dieses Glöckchen und wir sehen uns dann nächste Woche, würde ich sagen. Liebe, was machst du denn bitte mit der Zange? Der geht nicht rüber. Komm, wir kriegen das schon hin. Machen das nicht viele immer so? Und dann denke ich, ach, guck mal hier. Ja, da bist du doch schon im Fokus. Aber das liegt an deiner Hand, nicht an der Zange. Und bleibe ich jetzt? Jetzt bin ich.
Fliegt auf. Fokus zu mir, Fokus bei mir. Fokus zu dir, Fokus bei dir. Dass wir da nicht vorher drauf gekommen sind.